wie Sie zu Hause ganz leicht ein paar Mark sparen können, das erfahren Sie jetzt. Der Bundesfinanzminister rät. Tipp Nummer 1. Haare in der Bürste? Das kennen wir alle. Der Bundesfinanzminister rät. Weben Sie sich daraus einen dekorativen und praktischen Untersetzer für Ihr Telefon. Oder einen kuscheligen Kissenbezug. Oder Tipp Nummer 2. Käseränder sind viel zu nützlich, um sie einfach wegzuwerfen. Der Bundesfinanzminister rät. Mit praktischem Zweithaar aus Käserinde erleben Sie den zweiten Frühling. Das waren wieder zwei nützliche Tipps aus dem Bundesfinanzministerium. Und nächste Woche zeigen wir Ihnen, wie Sie aus Eierschalen prima Schnapsgläschen machen können. In Essen, meine Damen und Herren, öffnet in Kürze die internationale Ausstellung für Gesellschaftsspiele ihre Pforten. Dort stellen die Klitschko-Brüder ein von ihnen selbst entworfenes Mikado-Spiel vor. Es wird mit 100 Baumstämmen gespielt. Wir in der Wochenshow haben heute einen Fachmann zum Thema Spiel. Begrüßen Sie mit mir Ottmar Zicklau. Ottmar Zicklau, herzlich willkommen. Ein schönes Jahr. Vielen Dank. Herr Zicklau, Sie haben ein Spiel erfunden, mit dem man seine Intelligenz schulen kann. Wie sind Sie darauf gekommen? Jo, es war so. Ich habe gemerkt, gutes Aussehen alleine, das reicht nicht. Ich finde, man muss auch was im Kopf haben. Und das kann man jetzt lernen mit dem Spiel Werde schlau mit Ottmar Zicklau. Das ist also quasi ein spielerischer Akt der Erwachsenenbildung. Ja. Nun gibt es natürlich schon ganz viele Lernspiele. Ja. Was ist denn das Besondere an Ihrem? Ich meine, es gibt viele Lernspiele. Das habe ich auch immer mit meinem Schwager gespielt. Mit dem Horst. Ja. Ne, da gibt es eins, das heißt Trüffelabbesuch oder so. Das ist natürlich sehr schwer. Weil manchmal ist man nicht so drin in der Materie. Und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Ich finde, man soll immer nur das lernen, was man schon weiß. Ja. Ja, gut, Herr Zicklau. Wie wäre denn, wenn Sie uns Ihr Spiel einfach mal vorführen? Können wir machen, also, hier haben wir Ihr Spiel. Das ist ein sehr schöner Karton. Und hier kann man den öffnen. Oh, ist das ein bisschen kaputt. Ist es schon, ne? Ja, gut. Also, Herr Zicklau, Moment, ich sehe hier. Nur lauter leere Karten. Ja, das ist ja klar. Da müssen ja auch die Fragen draufgeschrieben werden erst. Weil das sind ja nur Fragen, die man schon weiß, die man aufschreiben muss. Also, man weiß schon die Antwort. Herr Zicklau, das ist schlau. Ja, ja, das ist sehr schlau, Herr Zicklau, ja. Aber ich kann nur noch sagen, weil ich hier... Ne? Ich befürchte... Ja. Angesichts dieser leeren Karten, Ihr Spiel hat eindeutige Schwächen, wirklich. Ich meine, das stimmt natürlich, ne? Aber bei meinem Spiel hat man immer ein Erfolgserlebnis und keiner lacht einen aus, ne? Man kann es mal spielen, zum Beispiel das hier sind jetzt die Fragen, wo ich schon was draufgeschrieben habe. Aha, ja, gut. Fragen Sie mal. Ja, ist gut. Also, erste Frage, wo ist Ottmar Zicklaus Autoschlüssel? Unter der Fußmatte. Das ist richtig. Ja. Toll. Ja. Toll. Das ist gut, ne? Das ist richtig, das ist ein Punkt. Zweite Frage. Wohin fährt Ottmar Zicklau in Urlaub? Na, Österreich. Nein, es steht Schwarzwald. Ja, aber war nah dran. Ne? Na ja, gut, okay, alles klar. Gut, okay. Ja. Dritte Frage. Ja, okay. Wie heißt die Frau von Ottmar Zicklau? Ah, das ist mit Vornamen. Ist sie von mir die Frage? Ja, die ist von Ihnen. Kann ich sie noch mal hören? Ja. Wie heißt die Frau von Ottmar Zicklau mit Vornamen? Meine Frau. Ja. Vielleicht ist sie. Nein, sie, Ich muss passen, ich weiß es nicht. Das ist leider Pech, aber... Schade. Ja, das ist leider schade, aber Herr Zicklau, seitdem Sie hier die Fragen beantworten, habe ich Ihnen auch eine Frage... Ich bin richtig ärgerlich, ne? Ja, habe ich Ihnen eine Frage aufgeschrieben, die Sie mir jetzt stellen können, ja? Bitteschön, ja.
Das ist von Ihnen. Ja, die ist von mir, ja. Was ist der medizinische Fachbegriff für grenzenlose Dummheit? Ottmar Zittlau. Ja, das stimmt. Ottmar Zittlau, Herr Mann. Das ist der Mann. Sehr schön. Das mache ich gerne. Das machen Sie gut. Vielen Dank, Herr Zittlau. Das war wunderbar. Ottmar Zittlau.